Team Expert. Also mal schauen, was sie hier auf Map Nummer 3 zeigen können. Wieder kriegen sie First Pick. Insofern können sie sich wieder gut überlegen, was sie da machen wollen. Ich habe noch meinen First Win of the Day Bonus. Ich werde wahrscheinlich, wenn es hier 3-0 ausgeht, anschließend noch ein bisschen Hero League drücken. Da kann man auf jeden Fall gerne versuchen, mich zu snipen. Ich bin inzwischen aber kurz vor Diamond 1, also langsam kriegt ihr mich nicht mehr. Mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass wir hier ein paar mehr Maps noch präsentiert kriegen von Team Expert. Die müssen jetzt einfach einmal irgendwie was ganz Klares, Simples spielen. Die Cassia von Nick hat mir die sehr gut gefallen auf Nummer 1, insofern vielleicht das nochmal eine Option. Battlefield of Eternity ist ja auf jeden Fall immer eine sehr spannende Map. Fnatic versuchen da gerne das Spiel schnell zu beenden. Doppeltank und Sylvanas haben wir öfter gesehen. Das kann auch nach hinten losgehen, sagen wir mal. Also es gibt auf jeden Fall Potenzial natürlich für Team Expert, aber man muss schon sagen, Fnatic kann man sich natürlich auch so ein bisschen einfach mit der Perspektive angucken. Das ist einfach wunderschön gespielt. Die Execution ist traumhaft. Man kann es auch einfach ein bisschen genießen. Ich wollte euch noch ein bisschen erzählen. Ich habe festgestellt, boah, voll viele Zuschauer heute Abend. Ich weiß nicht so richtig, wo ihr die letzten Tage wart. Hattet ihr was Besseres zu tun? Herzlichen Dank natürlich, dass ihr so zahlreich einschaltet. Das freut mich sehr. Das wollte ich direkt nutzen, um euch zu erzählen, wie es weitergeht die nächsten Tage. HGC Korea gibt es nämlich natürlich jetzt die nächsten Tage nicht mehr. HGC China gibt es bei Tasingo morgens um 11 jeweils, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und nächste Woche natürlich dann auch wieder HGC Korea und Europa. HGC Korea mal morgens um 11 und HGC Europa abends ab 18 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ansonsten, glaube ich, werde ich die meisten Tage tatsächlich einfach abends streamen und versuchen, die Assassinen-Challenge abzuschließen. Also mit Assassinen Grandmaster zu werden, was mir schwerer fällt als gedacht. Und eigentlich wollte ich euch tatsächlich hier nochmal diesen Link in den Chat droppen. Ich habe es leider vergessen vorher einzurichten. Ich verlose heute ein Funny Bunny Murky. Ein Funny Bunny Murky Bundle. So, den Funny Bunny Murky Skin also. Und ihr müsst einfach nur einen Comment droppen auf dem Facebook-Poster und ich verlose heute Nacht oder morgen Mittag, wenn ihr da Interesse habt. Go, go, go. Gut, jetzt aber weiter mit Map Nummer 3. Team Expert sichern sich harte Aggression, würde ich behaupten. Uta wieder klar gemacht für SMX. Der scheint momentan nur einen Support zu spielen, aber läuft halt auch ziemlich gut zugegebenermaßen. Ah, verstehe, Solmir. Das macht Sinn. Dazu Sonja, die die meisten Solo-Lanes natürlich gewinnt. Und der Muradin. Aber es ist schon ein bisschen skurril, muss man sagen. Also wir haben jetzt Arthas Diablo gesehen und Breeze sagt, ah, mir sind die alle ein bisschen langweilig geworden. Diesmal spiele ich... Ah, sehr guter Hinweis, MacBird. Dankeschön. Ich habe natürlich die Seiten vertauscht. Uta wurde gesichert für Kirsten, völlig richtig. Und Fnatic werden wahrscheinlich dann wieder Diablo oder sowas in der Richtung auspacken für Breeze. Entschuldigung. Aber sind die Namen vertauscht? Waren sie vorhin nicht andersrum? Nee, ne? Fnatic waren immer nur die ganze Zeit in der Base von Team Expert. Ich habe einfach mein Gehirn verdreht. Entschuldigung. Ja, was sehen wir dann von SMX? Aurel gebannt, Tassada gebannt. Uta weggepickt, muss doch ein Reger werden wahrscheinlich, oder? Gegen die Combo, denke ich mal, möchte man schon Clans haben. Aber SMX hat natürlich in letzter Zeit tatsächlich ganz viel Brightwing gespielt. Insofern ist Brightwing hier sicherlich eine Option. Ist, denke ich, nicht so gut auf Battlefield of Eternity. Aber es passt eben zu dieser Blow-Up-Geschichte. Ne? Sie springen ja gerne ein Target an und zerstören das mit Greyman und Genji. Und wenn man dann Polymorph noch zusätzlich als Option hat, dann macht das Ganze natürlich ein bisschen... einfacher. Aber völlig richtig. Auf Battlefield of Eternity ist auch der Monk sehr gut, aber der Regar sogar noch mehr Damage, glaube ich, auf die Immortal. Gerade im Early Game bringt das auf jeden Fall ganz schön Schaden rein. Und dann hat man natürlich mit Greymane, Genji und dem Regar insgesamt schon sehr viel Immortal Damage. Aber natürlich geht es in den Pro-Matches meistens schon doch eher darum, die Fights gewinnen können. Aber ich habe es angesprochen, Fnatic wenden die Spiele auf Battlefield of Eternity auch ganz gerne mal relativ schnell, aber in dem Fall sieht es eher nach Late-Game-Orientierung aus. Karazim Tyrael, da ist auf jeden Fall dann hinten raus viel Potenzial und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich tatsächlich einfach immer, Breeze zu gucken zu dürfen, wenn der
Tank spielt und dass wir heute einfach mal ein buntes Programm sehen und alle verschiedenen Tanks mal ins einmal angucken können. Gefällt mir sehr gut. So, Team Expert, die müssen jetzt hier die Trümpfe zeigen. Gut möglich, dass wir den Medivh wieder bekommen, könnte ich mir vorstellen. Dann so Stun-Combo-Engagements, gerade weil Karazim natürlich Cleanse frühestens ab Level 16 mit dazu bringen kann. Außerdem natürlich die Sonja super mächtig, wenn sie zusätzlich zu ihrem krassen Survivor, das sie sowieso schon hat, auch noch die Schilde von Medivh kriegen kann. Andererseits muss man sagen, der gute Quarkmix brachte tatsächlich die ganze Zeit schon seine Cursed Bullet durch. Und wenn dann das Schild nach dem Cursed Bullet kommt, ist dann auch nicht mehr so wertvoll. Aber Cassia Medivh würde ich jetzt echt geil finden. Aber es gibt tatsächlich Zarya. Finde ich gar nicht mal so viel schlechter. Also, wir haben ja tatsächlich von LDR die früher schon öfter die Zarya gesehen. Und vorhin wurde es ja sogar noch gefragt, warum sieht man die eigentlich nicht mehr? Und mein Argument war, naja, diese CC-Kombos, die momentan viel gespielt werden. Anubarak mit seinen zwei Stunts oder drei Stunts oder vier Stunts oder unendlich Stunts und dem Uta dazu, der ja meistens auch mit im Spiel ist. Der lässt die Zarya halt normalerweise eben nicht viel Spaß haben mit ihren Schilden. Die möchte ja gerne vor- und zurücklaufen können, je nachdem, ob sie gerade ihr Personal Shield abhat oder nicht. Und in dem Fall haben sie diese ganzen Helden, beziehungsweise der Anubarak ist gebannt. Heißt also, die Zarya ist tatsächlich plötzlich in dem Spiel doch voll wertvoll. Und zusätzlich kommen die Blinds der Cassia mit rein, die natürlich nochmal für zusätzliches Survival sorgen. Also ich denke mal, da stirbt keiner mehr. Jetzt ist die Frage, ob Fnatic sagen, dann spielen wir jetzt Maltael. Weil Maltael ist auf Battlefield of Eternity natürlich sehr gut. Und er würde gegen diese krasse Frontline natürlich sehr gutes Survival für sich selber auch organisieren können. Aber es gibt tatsächlich den Arthas. Und der hat das Survival-Problem, also diese Hoffnung auf viele Heals eher nicht so gegen diese krasse Frontline. Aber der Arthas nervt natürlich diese ganzen Frontliner auf der anderen Seite auch ziemlich. Aber für mich ist es tatsächlich in dem Fall ganz klar. Also in diesem Fall würde ich wirklich sagen, ganz klar der Draft gewonnen für Team Expert. Also das Early Game sieht sehr gut aus, glaube ich, für sie mit den Schilden, mit den Stun-Kombos. Und mit dem konstanten Damage der Sonja, das sieht alles ganz gut aus. Und das Late Game, wenn dann der Karazim im Zweifel Cleanse hat, Sanctification mit reinkommt und so weiter, da sehe ich dann Potenzial für Fnatic. Aber das Late Game von Expert ist einfach auch so krass. Die Cassia im Late Game überragend, Muradin im Late Game überragend, Uta respawnt einfach, Sonja mit harten Shield absolut lächerlich. Also ich würde sagen, Team Expert hat im Early Game und im Late Game den besseren Draft. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombo. Ihr einziges Problem ist wenig Immortal Damage. Insofern müssen sie letztlich immer dann defensiv beim Immortal stehen und den defenden. Und das ist manchmal ein Problem, aber vor allem dann ein Problem, wenn der Gegner ein Global hat und auf den Sidelines die ganze Zeit XP holen kann. Das ist hier nicht der Fall. Fnatic können sie nicht die ganze Zeit an der Nase rumführen. Insofern meine Ansage, Team Expert haben hier die beste Chance bis jetzt überhaupt in dieser Serie eine Map von Fnatic zu holen. Mal schauen, ob es funktioniert. Ihr seht das nicht ganz so, habe ich gesehen. SMX sehen wir auf dem Karazim, Breeze auf dem Tyrael. Quarkmix mit dem Greymane. Schwimpy auf dem Genji. Und Wubi mit dem Arthas. Also die fünf Schweden mit einer agilen Composition und auf der anderen Seite der norwegische Support auf dem Uta. Bad Benny mit dem Muradin aus Schweden. Der Brite Athero auf der Sonja. Der Pole auf der Zarya Ediadi und der eine deutsche Vertreter für Team Expert, Nick, mit der Cassia. Und wir sehen auf der Top-Lane Athero, der stellt sich da vier Leuten tatsächlich. Und das müssen sie jetzt schnell realisieren. Und das ist ganz interessant tatsächlich, weil eigentlich pusht man mit der Zarya besser. Aber auf der anderen Seite sagen Fnatic, ja, aber wir haben unendlich Damage. Könnte ich mir vorstellen zumindest, dass das hier der Call ist. Sie wollen da oben einen Turm rausnehmen, aber der Vorteil mit der Zarya ist natürlich, dass erstens sie selber einfach tanken kann, ne, mit ihrem Personal Sheet, sehen wir jetzt hier ganz schön, und zweitens sie natürlich die Teammates am Leben halten kann. Das bisschen, was an Schaden dann noch durchkommt, das wird dann vom Uta weggeheilt und die Zarya macht dann eben sau viel Schaden natürlich, weil sie ihre Schilde eben immer voll durchgetriggert kriegt und in der Konsequenz ist die Wall weg. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, Fnatic haben natürlich sehr starkes Push-Potenzial auch dadurch, dass sie einfach sehr gute Damage-Dealer haben. Und die Sonja macht, glaube ich, auf der Top-Lane genauso wenig wie hier der Arthas. Der versucht hier nur zu questen. Wobei immerhin mal drei Mann-Root rausgedrückt. Ja, und letztlich bedeutet dieser Trade hier, dass beide Teams wahrscheinlich einfach Level 4 werden für die erste Schreinphase. Und das ist natürlich für die Teams interessant, die gerne ihre Level 4-Talente mit dabei haben, klar.
Außerdem muss man dann nicht so viel noch auf die Sidelanes gucken. Ja, die möchte sehr gerne noch da schnell den Brunnen rausnehmen. Das ist ein bisschen traurig, dass das nicht funktioniert hat. Level 3 jetzt erreicht natürlich. Und wie gesagt, dann wird es dann sicherlich Level 4 geben, bis der Immortal umkämpft wird. Der unteren Lane, ja, kommt tatsächlich sehr schön gemacht von Ruby. Der killt hier nicht die Creep Wave, sondern zwingt die Zarya von ADRD sehr nah ranzukommen. Und damit ist tatsächlich Level 4 noch ein Stück weg für Team Expert. Und außerdem bedeutet es natürlich, dass der erste Immortal das zweite Vor sicherlich rausnimmt und in der Konsequenz die Map ziemlich offen ist dann. Und das beim nächsten Mal schon aufs Keep geben kann. Also sprich, es ist letztlich für Early-Game-Orientierung relativ attraktiv, diesen Trade am Anfang einzugehen. Level 4 ist jetzt früher erreicht für Fnatic, also man könnte sagen, für die läuft das jetzt erstmal alles ganz gut. Aber der Poke damit wird jetzt erstmal ausgeteilt von ADRD und Nick. Die müssen gut aufpassen. ADRD keine Energie momentan auf der Zarya. Fat Benny kriegt das Schild einmal zum Ausprobieren, was geht, aber natürlich wird da nicht viel gehen. Insofern muss er sich direkt wieder zurückziehen. Nick kassiert tatsächlich ganz guten Schaden in der Backline, also wäre vielleicht das bessere Ziel für die Schilde der Zarya. ADRD hat immer noch keine Energie generiert. SMX kommt von der Seite mit rein und Team Expert machen hier tatsächlich ganz gut Druck. Also ich wundere mich letztlich, dass Fnatic erst den Trade provozieren und dann das jetzt hier so defensiv angehen. Haben ein halbes Level Forschung rausgeholt. Ich habe das Gefühl, das kann sich jetzt erstmal noch nicht so gelohnt haben. Unten soll Quarkens rausgenommen werden. Der soakt nämlich immer zwischendurch XP, sorgt für den kleinen Vorteil. Und oben ist jetzt der Arthas wieder aktiv. Also das spielt Fnatic natürlich jetzt wunderschön. Holen immer ein kleines bisschen XP-Vorteil raus. Sollen ja unten wieder mit dabei. Irgendjemand müsste eigentlich aber auch oben die XP mit abholen von Team Expert. Und jetzt soll es unten einen kleinen Gank geben, so wie es aussieht. SMX zur Unterstützung mit da. Aber ich glaube nicht, dass die Sonne da rauszunehmen ist. Und das bedeutet, dass auch die erste Immortal-Phase hier wahrscheinlich gefinisht wird. Denn in dem Moment sehen natürlich jetzt Team Expert zwei Leute unten und sagen, okay, hier kann uns nichts passieren in der Überzahlsituation. Sichert den Immortal. Aber tatsächlich haben Fnatic auch mehr Damage gemacht, als ich dachte. Und sind auf 1500 Schaden dran. Das Problem ist für Team Expert, dass der Immortal Damage auf der anderen Seite so groß ist, dass es für sie nicht so einfach ist, einfach zu sagen, okay, wir traden, wir racen. Sondern sie müssen hier weiterhin mit vier Leuten defenden und mit dem fünften den Immortal anschlagen. Und da haben wir gesehen, Benny verfehlte den Stun bitter, denn sonst hätten sie da einen Kill kriegen können, denke ich. Aber jetzt, glaube ich, ist guter Immortal Damage gemacht worden. Jetzt könnten sie sich zurückziehen und sollten sich zurückziehen. ADR, die hat ein bisschen Probleme, sollte aber gleich das nächste Schild abhaben. Bad Benny, diesmal trifft er den Stun. SMX wird jetzt noch ein bisschen Erfolg. Breeze unten muss auch weg. Und der Thero hat kurz überlegt, ob er mit reingeht in den Fight. Oder ob er den Immortal weiterhin rausnimmt. Und das dürfte jetzt der Call sein. ADR, die low gedroppt. Und damit wird der Immortal jetzt umgegrätscht. Bad Benny sollte hier nicht zu lange bleiben. Das lohnt sich nicht. Da habe ich kein Verständnis für, muss ich echt sagen. Völlig idiotisch. Der kann da verhindern, dass irgendwie der Immortal noch um, was weiß ich, 200 Damage mehr geschädigt wird oder sowas. Natürlich versteht man, dass man theoretisch das Gefühl hat, naja, ich habe den Sprung ab auf den Muradin, was soll passieren? Aber letztlich ist das eben der kleine Unterschied, der jetzt bedeutet, dass ihnen der Immortal, den sie sich so tapfer erkämpft haben, nichts bringt. Denn sie können nicht mitgehen mit dem Immortal. Der Muradin ist jetzt erst respawned. Heißt also, der macht da jetzt vielleicht einen Tower kaputt und das war's. Und damit haben sie sich die ganze Arbeit aus dem Early Game wieder selbst zunichte gemacht. Oh, Kirsten hat da ein kleines Engagement von Schwimpi produziert, war ganz geschickt tatsächlich, weil jetzt sind sie da in Überzahl dran. Bad Benny trifft den Stormbolt, aber letztlich sind sie nur zu dritt oben und unten machen Sonja und Arthas Druck und Arthas ist tatsächlich problemlos in der Lage, das durchzuhalten. Und damit ist der XP-Lead auf jeden Fall da für Fnatic. Und das ist natürlich eigentlich lächerlich. Eigentlich müssten Team Expert natürlich mit dem ersten Immortal dann die Führung haben. Ärgerlich, ohne Ende. Aber sie versuchen jetzt hier weiter Druck zu machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Denn ohne Ultimates ist diese Composition eigentlich nicht zu brechen. Bad Benny kann hier eigentlich alles wegheilen, alter Schwede. Die Roots müssen aber nicht immer auf drei Leuten sitzen. Macht Ruby natürlich sehr, sehr gut, aber sie stehen schon auch dicht zusammen auf Seiten von Team Expert. Jetzt allerdings das Engagement ein bisschen risky, glaube ich. Denn die ganzen Schilde, der ganze Sustain auf Seiten von Team Expert können schon auch gefährlich werden für Fnatic, aber die machen das ganz geschickt, ganz vorsichtig, immer mal ein bisschen den Poke-Damage drauf und ansonsten nichts anbrennen lassen. ADR, die möchte da, glaube ich, sogar das Engagement provozieren, bisschen die Schilde hochladen. Aber keine Energie für ihn für den Moment. Thero geht noch mal hinterher, hat das Zarya-Schild drauf. Schöner Bodyblock gegen Breeze, der muss das engagen. Auf der Toplane ist allerdings gleich Quarkings am Soaken. Also Fnatic holt jetzt gleich wieder den XP-Lead raus. Und Expert müssen das jetzt langsam kontern. Müssen das Thero auf die Toplane schicken. Und
auspushen lassen. Bruiser Camps werden natürlich beide Teams auch gleich losschicken wollen. Insofern müssen sich Team Expert hier ranhalten. Wir sehen schon, LDA, die braucht da ganz gut Zeit. Sonja tatsächlich macht das Bruiser Camp. Gefällt mir nicht so gut, der Call, denn damit geht da oben eine ganze Creep Wave XP verloren. Wir gucken mal, ob das timingmäßig so dringend war. Ach, sieht tatsächlich relativ dringend aus. Der Rest des Teams bleibt auch einfach unten. Dadurch ist das tatsächlich hier nicht so trivial zu lösen für Athero. Und auf der Top-Lane haben Fnatic weiterhin den Push am Laufen. Und das muss eigentlich jemand einsammeln. Das ist viel zu viel XP, als dass sie sich da nicht drum kümmern müssten. Und tatsächlich lassen sie es jetzt, denn der Spawn des Immortals ist aggressiv. Das liegt aber, natürlich macht das Bruiser Camp nicht viel auf einer Lane, die sowieso gegen sie pusht. Und schlimmer noch, sie kriegen die ganze XP nicht. Also das verstehe ich nicht, den Call von Team Expert. Team Expert. Sie sind jetzt ein halbes Level hinten und haben die XP nicht reingeholt und haben keinen Push laufen. Und der Gegner ist natürlich zum entscheidenden Zeitpunkt dann gleich früher Level 10. Und jetzt werden sie auch noch engaged in Unterzahl, weil jetzt jemand oben die XP einsammelt. Also da war ich jetzt unzufrieden mit. Egal, jetzt ist das Engagement gut tatsächlich gegen Breeze und der muss da dringend raus aus der Nummer. Springt nochmal raus mit seinem Q und bringt sich in Sicherheit. Und das gibt natürlich jetzt Team Expert die Chance, vielleicht doch nochmal vor Level 10 hier den entscheidenden Vorteil rauszuholen. Das Bruiser Camp pusht für sie auf der Top-Lane. Auf der unteren Lane kümmert sich Thero um das Bruiser Camp auf der anderen Seite. ADR, die wird nochmal dismounted. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, der Arthas pushte ebenfalls das Bruiser Camp aus. Aber die Sonja holt da unten ganz gut XP rein. Damit sind sie tatsächlich doch jetzt auf gleicher Höhe. Und Kirsten hat offenbar technische Probleme. Ne, wir sehen es da hinten. Cassia. Da sehen wir den Heldennamen über dem Helden. Es ist also Nick, hat offensichtlich einen Disconnect. Und die Regie scheint zu denken, wir sind jeden Moment wieder drin. Aber ich glaube, das könnte im Moment länger dauern. Der muss natürlich dann wieder rejoinen, das Spiel. Und das wird wahrscheinlich so 3-4 Minuten dauern. Kann sein, dass er sofort wieder reingekommen ist. Aber ich halte jetzt für möglich auf jeden Fall, dass wir hier eine kurze Pause machen. Tja, ärgerlich. Situation tatsächlich jetzt ganz ausgeglichen. Also wir sehen Level 9 gegen Level 9. Heißt also, der Fight um die Immortals jetzt ohne richtigen zusätzlichen Stressfaktor. Also Level 10 ist für beide Teams schwer zu erreichen, zumal jetzt ja in dieser Formation am gegnerischen Immortal eigentlich Team Expert quasi nicht zu brechen sind. Wir haben es gesehen, dass sie, wenn sie da einfach geballt zusammenstehen, quasi nicht angreifbar sind für diese agile Composition von Fnatic, die können halt über die Map Team Expert relativ schön hin und her jagen, aber da einfach reinrennen gegen die Zarya ist dann doch nicht drin und insofern geht da, glaube ich, was für Team Expert. Zumindest dieser Immortal, den müssten sie sich nochmal sichern können. Dann vielleicht nicht den Muradin einfach noch drin stehen lassen und den Immortal verschwenden und dann kommen wir vielleicht doch nochmal mit ausgeglichenen Verhältnissen oder vielleicht sogar guten Verhältnissen für Team Expert ins Midgame. Halte ich auf jeden Fall jetzt hier erstmal für ganz wahrscheinlich. Und dann denke ich, wie gesagt, die Composition weiterhin eigentlich ziemlich gut für Team Expert meiner Meinung nach. Ich habe es gerade gelesen im Chat, dass die Zarya die ganze Zeit keine Energie hat. Das ist schon krass, ne? Aber es liegt natürlich daran, dass der Gegner einfach so gut ist. Natürlich wird da nie jemand draufballern, wenn das Zarya-Schild aktiviert ist. Und deswegen muss LDR die immer antizipieren. Aha, da kommt eine Ability auf mich zu. Versucht sich dann in dem Moment zu schilden. Aber natürlich sind Fnatic einfach sehr gut und werden das nicht einfach immer mal zwischendurch zulassen. Okay. Ihr seht, wir machen eine kurze Pause. Tut mir leid. Wir warten, bis Nick wieder im Game ist. Und dann geht's weiter mit Map Nummer 3. Bis gleich. Forced into servitude. But here, in this strange
Nexus. Those who oppose me shall embrace the web of death. I am Anubarak. I ruled once before. I shall rule again. Stitches what shame. Stitches what playtime. Stitches play too rough. No one play with Stitches. But Stitches found Nexus. In Nexus, everyone has to play with Stitches. So much playtime makes Stitches hungry. Hilfe! Falsch! Direkt geht's weiter. Huf. Bad Benny muss einmal kurz ein bisschen aggressiv reinlaufen, weil er natürlich nicht vom Immortal gestunt werden will. Das war ein bisschen plötzlich. Jetzt Blizzard, please. Brace geht nochmal hinterher. Und Zai hat weiterhin keine Energie bekommen. Level 10, ein bisschen näher für Fnatic. Die haben zwischendurch auf der Top-Lane, glaube ich, ein bisschen XP eingesammelt. Selbiges versucht jetzt die Sonja unten, aber ein bisschen Vorteil ist auf jeden Fall da für Fnatic. Aber natürlich kann im Zweifel Team Expert dann einfach auch ihren Immortal verteidigen mit Level 9 gegen 10. Die Adi versucht da einmal die Schilde vollzuladen. Jetzt ist einmal gelungen, also Energie aufzuladen natürlich. Darrow mit dem Engagement in die Backline rein, guter Damage. Und der Immortal schubst ihn einmal raus. Bad Benny muss jetzt aufpassen, aber der Sprung ist ab. Das gibt aber trotzdem Probleme für Bad Benny in der Backline. Der gibt's den Kill, aber auf der anderen Seite Breeze auch ein bisschen overextended. Kommt aber raus tatsächlich. Nick auf der anderen Seite kann hier nicht mehr viel machen, kann nur noch rausgenommen werden. Seven-Sided Strike ist dann natürlich jetzt fertig. Sanctification und der Immortal kann noch mal kurz ein bisschen geschlagen werden von Ethereum. Ich glaube, das war tatsächlich der beste Call, den er machen konnte. Denn in dem Moment, wo natürlich Level 10 da war für Fnatic, war sofort der Fight vorbei. Ärgerlich. Und das war wieder eine Overextension von Muradin. Und ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Bad Benny ist da immer wieder einfach nicht so gut positioniert. Das ist natürlich, er ist natürlich auch derjenige, der vom Gegner den Hass kriegt, der in der ersten Front steht. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Es wirkt halt immer wieder ein bisschen zu einfach, ihn zu killen, dass er da rausspringt mit 10 HP und einfach nur der Genji hinterher springen muss. Und also sowas hier, da habe ich halt kein Verständnis, ne? Der hat noch nicht mal ein Ultimate gewählt. Ist ihm vielleicht nicht aufgefallen. Hat wahrscheinlich eigentlich Avatar gedrückt, aber hatte keinen Avatar. Und auf der anderen Seite sagen Fnatic, Lolli, viele Tat rein, dann nehmen wir Syndragosa und beenden jetzt das Spiel. Auf geht's! Und das könnte natürlich jetzt ganz übel werden für Team Expert. Da kann mir doch keiner erzählen. Da ist doch irgendwas verbuggt bei Bad Benny. Wie kann das sein, dass der immer noch kein Ultimate gewählt hat? Cassia zeigt sich nochmal. Zu aggressiv wird rausgenommen. Und der Immortal hat immer noch Lebenspunkte. Plötzlich sind zwei Level Vorsprung für Team Expert, für Fnatic natürlich. Und Bad Benny geht nochmal aggressiv rein, sorgt nochmal für ein bisschen Energie für seine Saya, aber immer noch natürlich die Unterzahlsituation. Das Keep werden sie nicht halten können. Insofern sollten sie es von vornherein lassen. Sonst wird einfach nur ADAD for free rausgenommen. Meine Güte, was ist das für ein unnötiger Feed heute von Team Expert? Da bin ich echt ein bisschen traurig, weil natürlich brauchten sie das einfach nicht. Der Immortal, der hat keine AP mehr. Da wird der Core jetzt nicht rausgenommen. Es sei denn, sie feeden hier weiter rein. Und Bad Benny sagt, naja, komm, eine Runde geht noch. Also wir sind immer noch 4 gegen 5 und haben wenigstens fast genauso viele Talente. Also das verstehe ich nicht so richtig. Ja, wir sehen tatsächlich Haymaker. Ist wahrscheinlich hier als Konter für den Genji gedacht, möglicherweise. Sorry, Freunde, ne? Aber das kann ich nicht verstehen. Also, ich meine, ich habe darüber nachgedacht, ne? Als er kein Ultimate gewählt hatte. Will er vielleicht Haymaker wählen? Und dann dachte ich mir aber, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie müssen doch nur ein bisschen überleben.
Sie haben doch eine saumäßig stabile Combo. Sonja stirbt nie, Muradin stirbt nie. Wenn Uta stirbt, ist gut für das Team. Kassia ist auch unsterblich. Was soll passieren? Und dann haben sie auch noch zusätzlich Zarya-Schilde, Divine Shield. Was soll passieren? Wir nehmen einfach auf dem Tank kein Tank-Ultimate und lasst uns wegrotzen. Das ist mir unbegreiflich. Aber gut, vielleicht ist es ein Cheese, den sie irgendwie vorbereitet haben, den wir nicht verstehen, weil sie den jetzt nicht richtig vorführen können, weil sie 2 Level Rückstand haben oder so. Aber wahrscheinlicher wirkt auf mich auf jeden Fall, dass die Wein steht für Cassia. Schön gemacht. Und jetzt die Möglichkeit, vielleicht Chimpy rauszunehmen. Der Cassia-Ultimate tat ordentlich weh und er möchte so gerne noch einen Heal haben, aber es gibt keinen Heal von SMX. Da war nichts mehr bereit und Breeze geht noch mal, wird noch mal gestunt. Da gehen sie noch mal hinterher. Nicht Breeze natürlich, sondern Wubi, der gestunt wird. Der Taro kriegt tatsächlich den Speer noch drauf und der gute Arthas wird auch noch rausgenommen. Nächste Immortal-Phase ist jetzt am Start. Ja, der Poison Spear von der Sonja, der hat jetzt hier 2-mal abgeräumt und plötzlich sind Team X-Men wieder back in Business. Ich wollte gerade unterstellen, dass er den Haymaker aus Tilt gewählt hat. Das wäre natürlich jetzt dann doppelt traurig. Aber ja, es muss tatsächlich einfach so sein, dass sie entweder Ringenti damit immer deleten wollen vielleicht. Oder noch einen zusätzlichen Stun haben wollen, um die Sanctification zu interrupten vielleicht. Also ich hab keine Erklärung. Drauf geht's auf den Greymane, Zarya Ultimate. Aber da kommt sie nicht mehr richtig ran natürlich. Kirsten im Hintergrund kann auch nicht mehr so viel machen. Und von der Seite kommt Schwimpi jetzt wieder mit rein in den Fight. Allerdings musste der Greymane eigentlich schon disengagen. Insofern geht da jetzt vielleicht trotzdem was für Team Expert. Gleiche Talente sind wieder erreicht. Kirsten muss sich kurz zurückziehen. ADR, die auch, gehen beide kurz an den Brunnen. Sonja und Cassia machen in der Zwischenzeit Schaden. Das ist letztlich ausgeglichen. Das ist okay für sie. Sie müssen nur kurz warten, bis sie wieder alle vollständig sind. Dragonblade und Syndragosa sind gleich wieder bereit für Fnatic. Aber Team Expert haben auch das Divine Sheet gleich wieder am Start, um das dann zu kontern. Und der Zarya Ultimate, der saß tatsächlich jetzt mehrfach gar nicht mal so gut. Insofern würde ich sogar unterstellen, da ist noch Raum nach oben. Bad Benny kriegt das Speed-Schild und natürlich kriegt er sowieso die Schilde. Denn ohne Haymaker braucht er natürlich ein bisschen mehr Survival, keine Frage. Und rennt wieder rein in die Immortals dann. Feels Batman. Von der Seite gibt es die Flanke mit dem Genji. Ein bisschen unangenehm für Bad Benny natürlich. Der muss sich jetzt erstmal kurz zurückziehen. Muss natürlich den Passive nutzen von Muradin, um sich dazwischendurch immer wieder hochzuheilen. Aber Nick, der ist richtig hart unterwegs hier mit den Zarya-Schilden. Macht auf jeden Fall gut Stress. Und der Immortal ist jetzt gleich stark geschädigt. Und sie hatten zwischenzeitlich sogar Zeit, unten noch das, die Creep Wave auszupushen. Jetzt allerdings müssen wir schon sagen, langsam, oh, das ist so minimal zu spät für ADRD. Da kriegt er das Cursed Bullet ab. Direkt danach geht das Schild an. Und damit ist natürlich nichts gewonnen für ihn. Jetzt gibt es das Engagement, allerdings Certification provoziert. Gut gemacht. Und jetzt der Zarya Ultimate. Breeze hat Probleme. Kann aber direkt rausspringen. Und jetzt die Frage, ob Bad Benny da nochmal rankommt. Denn das ist natürlich jetzt ihre letzte Chance, bevor auf der anderen Seite Level 16 ansteht. Aber wir sehen es, der Disengage wird einberufen von seiner Cassia. Nick braucht ein bisschen Mana, braucht ein bisschen HP. Und damit ist es jetzt fast schon wieder hoffnungslos für Fnatic, für Team Expert natürlich. Denn Fnatic sind gleich Level 16. Es muss jetzt losgehen. Auf der anderen Seite, Sanctification ist raus. Das ist natürlich ein wichtiges Tool, um gegen den Haymaker Muradin am Leben zu bleiben. Aber der Poke-Damage ist natürlich sehr unangenehm für ADRD. Von der Seite kommt die Sonne gleich wieder mit dazu. Und dann muss es losgehen. Bad Benny mit dem Engagement. Arthas wird erstmal gestunt. Der ist natürlich kein optimales Target. Seven-Sided Strike wird weggetankt von Nick. Und jetzt gibt's die Syndragosa. Zarya mit dem defensiven Ultimate. Kann niemanden vom Team abschneiden. Sonja wird gestunt von Immortal. Unglücklich. Bad Benny hat auch Probleme. Im Hintergrund ist Schwimpi am Austeilen. Vorne geht's aber drauf jetzt. Mit der Sonja, mit den Zarya-Schilden. Alter Schwede, wie die ausrastet mit den Zarya-Schilden. Das ist ja lächerlich. Die Weinschi wäre noch bereit, Haymaker auch und natürlich auch der Cassia Ultimate. Oh, Bad Benny. Wie viel mehr Spaß der hätte mit Muradins richtigem Ulti. Der kann sich wirklich da die ganze Zeit nur im Hintergrund halten. Ist quasi ein Melee-Assassin eben mit diesem Ultimate. Cassia Ultimate ist schön, genauso wie das Divine Shield. Aber sie haben halt keinen Tank und deswegen sagen Fnatic, jo, dann laufen wir einmal über euch drüber. Da wird ausradiert und Bad Benny mit dem Muradin kann nochmal einen Stormbolt werfen und ansonsten sich verabschieden. Level 16 ist erreicht, du Fnatic, Talent Lead und der Sieg auf Map Nummer 3 und damit werden sich Fnatic hier zufrieden ein 3-0 gönnen. Ich bin gespannt, was sie im Winners Interview dazu zu sagen haben. Ehrlich gesagt fand ich wirklich auch in der Nachschau immer wieder die Drafts ganz gut von Team Expert, aber also es tut mir leid, ich habe keine Idee, warum sie hier den Haymaker gespielt haben. Also aus meiner Sicht
macht das keinen Sinn hier. Denn sie werden die ganze Zeit gepoked und müssen dann irgendwann aggressiv engagen. Und wenn der Muradin macht, dann stirbt er einfach. Also ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum sie das so gemacht haben. Naja, Team Expert hatten ja vorher angekündigt, dass sie vielleicht noch ein paar Tricks auf Lager haben. Also wie gesagt, das kann wirklich sein, dass das einer von diesen Tricks waren. Und wenn diese, also dass das eigentlich in bestimmten Konstellationen super funktioniert und wir das jetzt einfach nicht zu sehen gekriegt haben, weil Team Expert die ganze Zeit so weit hinten waren. Aber guckt es euch an, ist einfach so am Leiden. Und der Thero sagt dann trotzdem, ja, aber wir müssen jetzt los. Und da ist natürlich dann direkt nichts mehr zu wollen. Und das ist natürlich dann hier der Moment, wo dann Fnatic einfach sagen, ja, dann gehen wir jetzt drauf. Die haben alle keine AP mehr. Einfache Aufgabe für Schwimpi, hol dir die Kills. Und selbst wenn der Cassia Ultimate gut ist und das Divine Shield dann auch nochmal viel wegtankt, es ist dann einfach irrelevant. Weil sich da keiner davor werfen kann. Und wenn so eine Composition mit Tyrael, Genji und Greymane einfach in dich reingerannt kommt und sich keiner davor stellt und sagt, halt, stopp, dann wüsste ich nicht, wie sie das irgendwie wegdenken sollten. Ich gebe euch kurz den Pausescreen, damit wir noch schnell das Winners-Interview rausholen können aus dem Mainstream. I'm lost, but ever since then, your guys' execution continues to be on point. How do you guys even get to the scenario where you can just deliver blows constantly? I mean, we had a really good, we had really good games today, and I think, I don't know, that's really our strength to just, one-shot people, like, really synchronized and know who to focus, who to kill. I mean, it really just comes with practice. Yeah. I actually want to know about the communication. Is it something that one of you guys just call out, or is it something that you guys have been playing for so long now that you can just do on a whim? Somebody sees the play, and he's like, okay, I can go for this target, and then if everybody's ready for it, we just go for it. Like, Whoopi lands a root, I land a stun, and then Quack is ready with a bullet, and we just kill one. The teamwork, man, it's absolutely crazy. So, you guys continue to be undefeated here, and it looks like Western Clash is becoming much easier for you to move into. The Western Clash, going forward, seeing the games the last couple of days, who are the other two teams that you think could go in with you guys if you do make it? We were really scared for this expert matchup. Like, this is the team we respect probably the most in AGC Europe, along with Dignitas. I still think they're going to qualify. I mean, I like to say expert and Dignitas are going to make it. Awesome. Yeah. Well, over to Caldor. Well, first of all, congratulations. You guys played out of your mind today, especially the Diablo game. Really impressed on the second map. The one thing I would like to know is you've been mentioning Dignitas, and you still have a game coming up against them. That's normally your nemesis, the team that you beat twice at the mid-season brawl, but it still feels like they are the one team that can really push you to the limit. What are your expectations for the match against Dignitas? Dignitas haven't been looking that good in the HCC this season, like this phase. But in scrims, they're looking like really frightening to us, and it is the best team along with us still, I would say. So it's going to be a really interesting match, but I still think we're the stronger team currently. What would you expect going now into you guys coming from the mid-season brawler, were obviously the champion here. Do you think that you guys can hold that title? Because this qualified you already for the event. So we've heard Quacknix talk about several times about how your main goal is you want to go to BlizzCon, you want to win the event here. But when we're talking about the Western Clash, do you think that you can still come out ahead of it? So already talking about the offline event here. We're definitely looking strong right now. And I think we will still be the strongest team at the Western Clash. But yeah, as you said, we're still like really aiming for BlizzCon, and that's the real event that matters. But I hope we're gonna win Western Clash too. All right, thank you very much. Well, Breeze, you have big shoes to fill, as Quacknix is usually our best person when it comes to shoutouts. Just a second before, what's going on with the boy band video? The boy band video? I don't know. Like, this is Quack's mess. He has to clean it up, you know. I don't know. I mean, we'll try to do something at the next event, yeah, around Western Clash. All right. Well, what's your favorite band for that? Ooh, like it has to be the Backstreet Boys. Yeah, I like it. I look forward to it. All right, man, the floor is yours for shout-outs, and we'll stop harassing you. I want to give a big shout-out to my dad. It's his birthday today, aww, and he's always supporting me. So, yeah, just happy birthday, Dad.
happy birthday, Dad. Congratulations to Fnatic as they earned another victory today, a 3-0 over the Experts, and Fnatic continues to look devastating in every match they play. This team, man, another real deal, and I hope they make it to Western Clash. I want to see them continue to compete. I cannot wait for the Backstreet Boys video. I agree, man. Kaldo hat da auf jeden Fall ein spezielles Fable, was er die ganze Zeit verfolgt. Also, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, Quarknix hatte beim letzten Event bei Midseason Brawl gesagt, sie machen ein Boyband-Video und das versprechen sie jetzt schon eine ganze Weile. Wir gucken mal kurz auf die Tabelle, sehen 5-0, also Fnatic sind sicher qualifiziert für den Western Clash und danach wird es knapp. Und am besten guckt man auf die Loses tatsächlich, um sich klarzumachen, dass da vier Teams sind, die gute Chancen haben, sich zu qualifizieren, schlicht und ergreifend. Expert, Liquid, Trick Esports und Dignitas. Für die anderen wird es wahrscheinlich eher knapp, aber wenn da so viele Teams dann sind, die alle vorne irgendwie mit dabei sind, dann heißt das letztlich logisch, dass wahrscheinlich auch Teams mit drei Niederlagen mit dabei sein könnten. Und da wird es tatsächlich jetzt relativ knapp. Zum Format nochmal, es wird über